Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 2. Juni 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen übernommen von indischen und chinesischen Astrologie. Das ist eine Mischung von beiden Systemen. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen. Sie berücksichtigen auch die Präzession. Es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Sonne befindet sich im Stier. Sonne zeigt die Monatsthemen. Monatsthemen sind die Stierthemen. Die Ruhe, die Gelassenheit bewahren, Bodenständigkeit, etwas in Sicherheit bringen, um die Finanzen kümmern, auch überlegen, was ist für uns wertvoll und wertvolle Dinge in Besitz nehmen. Das ist nicht nur das Geld, sondern das kann auch geistigen Reichtum sein oder eine wertvolle Partnerschaft befestigen. Mond bewegt sich auch im Stier. Morgen ist Neumond und das heißt, dann Sonne und Mond treffen sie sich. Mond nähert sich zum Sonne. Alles ist hier im Erdeelement. Erdeelement hat mit Bodenständigkeit was zu tun, mit Materie was zu tun und auch unserem Planet Erde. Auch die Natur oder Garten, die Pflanzen, die Tiere gehört auch in diesem Bereich. Mond bewegt sich im Mondhaus Kritika und es steht mit der Plejaden in Verbindung. Die Plejaden sind die Töchter von Atlas. Außer die Plejaden gibt auch die Hyaden. Die Hyaden sind auch die Töchter von Atlas. Die sind Halbschwester und sie weinen, sie trauen an ihren Bruder, weil ihren Bruder ist in Brunnen gefallen. Darüber erzählt das Märchen Frau Holle. Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Ich habe keine Beweise, aber mein Gefühl sagt, dass bei diesem Bruder eigentlich unserem Sonnensystem handelt. Immerhin ist unserem Sonne männlich. Könnte sein, dass hier um diesen Bruder handelt. Aber das ist nur Vermutung von mir. Die Hyaden und die Plejaden, diese Geschwister, die weinen, man nennt die auch Regengeschwister, weil sie verkünden die Regenzeit. Die beiden bilden sich ein Tor. Dieses Tor nennt man das goldene Tor, die Ekliptik. Und hier in diesem Bereich bewegt sich Mond. Und das ist der Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Und wir gehen immer durch diesem Tor bei jedem Neuanfang. Und das könnt ihr so vorstellen. In Tierkreiszeichen Widder ist das goldene Fell verborgen in einem Zauberwald, was die Argonauten auch geholt haben, das goldene Fell der Widder. Symbolisch bedeutet das unserem Energiefeld. Und wenn wir auf unserem Energiefeld oder unserem Aura achten, dann ist es gut, wenn das glänzt wie Gold und dieses Energiefeld entsteht von unserem Inneren. Und es besteht aus Denken und Fühlen.
Und diese Energiefell, diese Aura, das, was die goldenen Fell der Widder symbolisiert. Und Widder ist nicht nur dieser goldenen Fell, sondern symbolisiert immer Neuanfang. Und besonders bei Neuanfang sollen wir auf unserem Energiefeld achten, weil wir übertragen das auf die Geschehen. So wie Hermann Hesse das so wunderschön beschrieben hat, in jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Und das ist so passend. Und hier im Widder ist das Neuanfang und wir sollen auf dieses Energiefeld achten. Und hier ist Feuerelement, also die Begeisterung, die Kraft und die Mut, etwas in Bewegung setzen. Dann übergehen wir auf die goldenen Tor, die Ekliptik, und das befindet sich zwischen Widder und Stier, und betreten wir im Tierkreis zeichnen Stier, und das ist schon Realität, Taten, das ist Erdeelement, und hier im Erdeelement manifestiert sich das. Und bei Stier bedeutet, dann nehmen wir das im Besitz. Und das ist dieser Tor, und das hat wunderschön Frau Holle, diese Märchen, erzählt davon. Hier brauchen wir die Einstellung. Glauben wir daran, dass wir dann Erfolg haben, oder wir zweifeln an etwas? Sind wir die Goldmarie im Leben, die Gewinner im Leben, oder sind wir die Pechmarie im Leben, sind wir die Verlierer im Leben? Das entscheidet hier. Und all das, was wir gerade vorhaben, Mond zeigt, wie wichtig das ist, auf unseren Gefühlen achten, in Vertrauen bleiben, Vertrauen, das Fluss des Lebens, und dann loslassen, geschehen lassen, dann sind wir im richtigen Weg Richtung Goldmarie. Mars befindet sich in Zwillinge, Merkur auch. Merkur hat verabschiedet von Stier und ab heute bewegt sich hier in Zwillinge. Merkur fühlt sich sehr wohl, weil Merkur herrscht über die Zwillinge. Das heißt, die Kommunikation, die Nachrichten, das Wissen, das praktische Wissen, hier bewegt sich jetzt einiges. Das ist auch Austausch von Informationen. Also die Gespräche nehmen zu. Oder wenn ihr Termine habt oder wartet auf einen Brief oder einen Vertrag, da kommt jetzt etwas in Bewegung. Mars ist auch in den Zwillingen und das setzt alles auch in Bewegung. Das ist die Kraft, auch wie wir uns durchsetzen im Leben. Und hier die Luftelement gibt die Leichtigkeit. Aber Rahu ist auch hier. Und Rahu ist dieser karmische Knoten, was wir gerade lernen. Neue Lebenserfahrungen, kleinere Veränderungen, Austausch von Informationen, etwas Neues lernen, Kontakte pflegen. Und hier sind wir auf die Suche. Besonders die Männer, weil Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert auch die Männer. Jupiter bewegt sich hier in Skorpion. Jupiter vergrößert gerne etwas, gerade ist rückläufig und diese Rückläufigkeit bremst und zeigt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vergrößern oder vermehren, weil wir sollen noch etwas überprüfen. Oder hängt das alles mit Vergangenheit zusammen? Und dann manifestiert sich hier etwas, weil unser Planet Erde bewegt sich auch in Skorpion. Jupiter steht auch in Verbindung mit Gerechtigkeit
und öffnet unsere Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und das fühlen wir auch, weil hier im Wasserelement hat einen Einfluss auf die Gefühle. Venus und Uranus ist im Widder und das bedeutet Veränderungen, Neuanfang, Begeisterung, Kraft und Mut und das, was wir Frauen jetzt auch verspüren. Saturn und Pluto ist immer noch im Schütze, immer noch im Bereich Mondknoten und hier aktiviert karmische Themen. Und bei dieser absteigenden Mondknoten Ketu handelt sich um die Vergangenheit. Kommen Erinnerungen oder Begegnungen mit anderen Seelen, die wir von früheren Leben kennen. Was ich noch nicht erwähnt habe, das ist Neptun immer noch in Wassermann. Yi Ching, das ist ein uraltes Symbol, kommt von chinesischen Weisheit und bedeutet übersetzt Wandlung. Und die Wandlung zwischen weiblichen und männlichen Energie, wie sich das Tag zu Tag ändert, wandelt und dann wiederholt sich das wieder. Und das sind diese Linien, weiblich, männlich, Yin und Yang. Und das ist kein Zufall, dass ich diese Yi Ching-Symbol zeige, sondern das ist ein Kalendersystem. Und im heutigen Energie zeigt sich die Beständigkeit. Etwas manifestiert sich. Wir brauchen die Sicherheit, Stabilität, Ordnung und wir brauchen auch die Beständigkeit, Besonderes in die Liebe, Partnerschaft. Und jetzt zu diesem Bild, und das symbolisiert die tibetische Astrologie. Diese Zeichen finde ich nicht besonders hübsch, das ist so meine Meinung dazu, aber die Symbolen sind wichtig. Nach außen ist die Energie Metall- und Feuerelement, und das heißt etwas klären, etwas bereinigen, mutig zu sein, das anzusprechen und dann etwas in Bewegung setzen. In die Richtung zeigt sich die Zahlen auch. Es werden Einflüsse von außen kommen. Es kann angenehm sein, eine gute Unterstützung kann aber auch ein Angriff sein und da nicht davonlaufen, uns nicht verstecken, sondern mutig zu sein, uns zu wehren, Kraft zu zeigen und dann die Möglichkeiten, Chancen erkennen und aktiv zu sein. Dieser Pferd zeigt auch Aktivität und Bewegung. Steht auch in Verbindung zum Reisen oder Sport, Geselligkeit und Teamarbeit. Kommt einiges jetzt schnell in Bewegung. Es ist möglich, dass wir heute etwas ungeduldig sind. 1978 Geborenen stehen im gleichen Energie wie die heutige Tagesenergie. Das Glückszahl ist die Zahl 1 im Metallelement, selbst handeln, unsere eigene Meinung vertreten, andere davon überzeugen und damit etwas bereinigen und klären. Die Fokus ist Zahl 4 im Erdeelement, um die Finanzen kümmern, Sicherheit, Stabilität, Struktur schaffen. Und Schicksalszahl ist die Zahl 7 im Feuerelement, wobei das ist nicht so betont, aber immerhin Feuer und das bedeutet die Chancen, Möglichkeiten erkennen und mutig handeln. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.